Deutsche Bank, Chance von 23%. Deutsche Bank, Chance von 23%. Kurz vor und kurz nach Weihnachten korrigierte die Aktie der Deutschen Bank. Eine Seitwärtsbewegung ist nun in den kommenden Wochen denkbar. Mit einem Anleihenoptionsschein auf die Aktie der Deutschen Bank kann man eine stattliche Seitwärtsrendite erzielen. Bei exakt 13,11 Euro markierte die Aktie ihr Kurstief des vergangenen Jahres. Dies passierte im September und von da an blies der Bankentitel aus dem DAX zur Aufholjagd. Zwar notierte die Aktie der Deutschen Bank Anfang November noch auf einem Zwischentief bei 13,82 Euro. Ehe das Papier bis über 17 Euro hausierte. So wurde das Dezemberhoch bei 17,12 Euro markiert. Doch das Kurshoch des vergangenen Jahres wurde bereits im Februar bei 17,82 Euro erklommen und wurde im weiteren Jahresverlauf nicht mehr erreicht. Denn wie eingangs erwähnt, korrigierte die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Wochen. Damit scheint die Dynamik aus charttechnischer Sicht erst einmal raus aus dem DAX-Titel. Eine Seitwärtsbewegung ist nun in den kommenden Wochen denkbar. Strategie mit einem Anleihenoptionsschein auf Deutsche Bank, WKNS 1049E, können risikofreudige Anleger in etwa 10 Wochen eine maximale Rendite von 23% oder 114% PA erzielen. Wenn sich die Aktie der Deutschen Bank bis einschließlich 1603.2018 durchgehend zwischen den beiden Knockout-Schwellen von 12,50 und 18,50 Euro bewegt. Nach unten haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 21%. Nach oben sind es 16%. Falls die Aktie der Deutschen Bank unter das Kurstief von 2017 bei 13,11 Euro fällt oder das Kurshoch von 2017 bei 17,82 Euro überwinden kann, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden.